Konnten die Grünen insgesamt gar nicht anders, weil es geht ja auch um ihre Regierungsarbeit und um eine Neuwahl. Da wäre es wohl eher schlecht bestellt, wenn man sich die aktuellen Umfragewerte zu Gemüte führen würde. Die Frage wäre ja überhaupt, was bei einer Neuwahl passieren würde, weil Landeshauptmann Markus Wallner würde auch als ÖVP-Chef vermutlich nicht zurücktreten. Dann würde er wieder als ÖVP-Chef in eine neue Wahl gehen und ihm gegenüber würden Parteien stehen, die ihm so eben das Misstrauen ausgesprochen hätten. Für eine schwarz-grüne Koalition würde es dann wohl nicht mehr reichen. Da müsste wahrscheinlich auch gar nicht viel verhandelt werden, weil wir haben einmal eine Sonntagsumfrage in Auftrag gegeben vor circa 2, 3 Wochen. Und da sah es so aus, dass eine Mehrheit wohl kaum zustande kommen würde, da die ÖVP doch ein wenig verloren hätte, jetzt laut Umfrage auch unter die 40% gerutscht wäre und die Grünen natürlich auch verlieren. Auf der anderen Seite hätten wir dann eine leicht gestärkte FPÖ gesehen, eine leicht gestärkte SPÖ und leicht gestärkte NEOS.